Dann, wo die Frau, die den Dr. Walter hat verhackt hat, war die Frau, die dann in der Arztpraxis war. Sie war im Nummer 5, das, was so eloxiert ist. Dort, wo die Mobiliar drinnen ist. Einfach auf der Seite ist der Eingang. Das ist der, der mein Kind ermordet hat. Ich bin selber fast daran gestorben, und sie war Zeuge. Mir hat er gesagt, ich bin oben, um es zu suchen. Und genau die Frau, die in der Arztpraxis war, die hat er umgebracht. Und es ist noch anderes Zeug passiert. Da sind manchmal Ärzte nicht mal mehr heimgekommen, weil es um einen Chefpost war. Aber das interessiert ja der Polizei nicht. Gar nicht. Heute muss man studiert sein oder Stadthütte haben oder beim EDA gearbeitet haben. Dann ist mir etwas. Sonst ist mir das gar nicht für dich. Das hat aber nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist Abfall, das ist Dreck, das ist Abschaum. Nur, dass ihr das wisst. Ich bin selber fast gestorben. Ja, sogar das Kind. Dann ist Bosit mitgenommen. Als ich geboren habe. Ja, ich habe ein Kind geboren. Ich bin selber fast verblutet. Und was alles in diesen Jahren ist passiert, auch mit dem Urs Ernst. Ich habe kaum meinen Mann umgebracht, wenn er seinen eigenen Mann hat umgebracht. Er war in Deutschland, übrigens. Die müssen nicht zu mir kommen. Er ist mit meinen Turnschuhen umgesäckelt. Das wissen viele. Er hat plötzlich sein Konto, auf meinem Konto plötzlich sein Name ist drauf. Das war so die Oberbank. Da sind etliche Sachen passiert. Und dann kommt das in den Kramgasse. Dann kommt das und dieses. Was ihr gemacht habt, ist nur Abschaum und Dreck. Abfall. Was ihr mir für Leid habt zugefügt. Und es gibt viele Zeugen, was da abgegangen ist. Viele Zeugen. Ein Schandzeiter. Ein Schand. Da rennt sogar das Schweizer Kreuz, das ihr abgeht. Ein Schand. Ein Mensch, der euch nichts gemacht hat. Mal nichts. Gar nichts gemacht hat. Ein Schandzeiter. Verbrecher von der übelsten Sorte. Und ihr meint, die sind die Gerechten. Und schaut mal, was für ein Holocaust das dort treibt. Eine unschuldige Frau. Ja, x Operationen hinter mir. X Operationen hinter mir. Nein, die sind auf alles neidisch. Alles. Mein Name ist Evelina Capitani, geboren 2.2.1969, Hämatopen.